Ein neuer Anfang. Ein neuer Lebensabschnitt. Ein besonders schöner Lebensabschnitt. Genusswohnen in der Badstadt, der Kurstadt, der Bürgerstadt oder Genusswohnen in Bad Saulgau. Bad Saulgau ist mit rund 17.500 Einwohnern die größte Stadt im Landkreis Sigmaringen. Hier arbeitet man vor allem im Metallbereich und im Maschinenbau. Eine gesunde Basis. Und die reicht zurück bis ins 13. Jahrhundert. Damals erhielt Bad Saulgau die Stadtrechte. Entdecken Sie die Kurstadt mit Geschichte an der Oberschwäbischen Barockstraße, in einer sanften Hügellandschaft, an einer Perlenkette von Badeseen. Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit für einen historischen Rundgang durch die Altstadt. Und dann nehmen Sie sich noch einmal viel Zeit für jeden Augenblick. Sie mögen gute Nachrichten? Die schreibt Bad Saulgau regelmäßig in Sachen Umwelt. 2011, Bad Saulgau ist Landeshauptstadt der Biodiversität. 2012, alle 5 Jungstörche werden auf dem Horst der St. Johanneskirche von ihren Eltern großgezogen. Auch darauf achten wir. 6 Naturlehrpfade, Bachrenaturierungen, Naturwanderwege, Naturdenkmale. Bad Saulgau bietet eine intakte Landschaft mit großem Erholungs- und Erlebniswert. Das ist keine Großstadt, aber es ist eine Stadt, die auch von der Seite, die jetzt Künstler sind, was jetzt Veranstaltungen sind, ob das Konzerte sind, bietet Saulgau schon sehr viel, Bad Saulgau. In dieser erlebnis- und erholungsreichen Stadtlandschaft baut die Raiffeisenbank Bad Saulgau Wohneigentum, das wahrhaftig keinen Wunsch offen lässt. Genusswohnen in der Liebfrauenstraße, da, wo die Stadt zur Landschaft wird. Nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum finden Sie den idealen Standort für Ihre Residenz. Also ich finde die Liebfrauenstraße-Lage finde ich super. Die Liebfrauenstraße ist für die Anlieger gebaut. Hier wohnen Sie in einer parkähnlichen Landschaft. Mit Ruhe, mit Aussicht und mit allem, was Sie benötigen, in der Nähe. Von der Einkaufsmöglichkeit ist auch alles nur zu Fuß gut zu erreichen. Gesucht haben wir eigentlich etwas in einer intakten Umwelt. Es sollte nicht mehr diese Lärmbelastung haben, die wir im Frankfurter Raum halt eben haben. Der zweite Punkt war, dass wir alles zu Fuß erreichen können. Schwäbische Hand und Qualitätsarbeit am Bau bilden die Basis für Ihren Wohntraum. Mit vielen Optionen. Zum Beispiel ein Kaminofen, eine Galerie im Dachgeschoss, alternative Energieversorgung, Parkett oder Fliesenböden. Die Details und Extras erfüllen Bauträger und Handwerker gerne und zuverlässig. Also vom ursprünglichen Plan her habe ich gesagt, ich möchte hin, Wände verschoben. Also ich möchte das anders. Und dann hat ja der Herr Raut das nochmal umplant und dann haben wir gesagt, jetzt ist es optimal. Verschiedenes haben wir geändert. Also das heißt, ich habe im Bad haben wir eine größere Duschwanne drin. Und aufgrund von dem, dass ich 2 Waschbecken wollte, muss man einfach die Toilette auf die andere Seite setzen. Und das war also angeblich problemlos. Aber von der Küche in den Vorratsraum, da ist eigentlich eine normale Türe vorgesehen gewesen. Und ich habe gesagt, ich möchte lieber, dass die Tür nach rechts versetzt wird und haben dann statt eine normale Tür eine Schiebetür. Wir haben gemerkt, das sind Handwerker, wenn die sagen, ich komme, dann sind die da. Die Handwerker haben hier eine andere Art, mit ihren Kunden umzugehen. Erstens sind sie sehr beratend, also sie helfen schon, das Richtige zu finden. Ja? Und zweitens sind sie eben enorm zuverlässig, enorm zuverlässig. Wohnen und leben unter Freunden. Das haben unsere Kunden in Bad Saulgau gesucht und gefunden. Und
und man hat Menschen, die nicht wegschauen, wenn man sie eben in die Augen reinschaut, sondern grüßen dann oder sagen dann guten Tag. Ja, und natürlich auch durch die Freundlichkeit der Menschen, ob ich auf den Markt gehe, ob ich bei uns, wo wir jetzt wohnen, unsere Gastgeber, ob es die Leute auf der Bank sind, ja, ob es der Bäcker ist, der Metzger ist, man kann hier Dinge verlangen, man kann Dinge bekommen, die bei uns problematischer werden. Und dieser Umgang bestimmt auch die Geschäftsbeziehungen zu unseren Kunden. Preis-Leistungs-Verhältnis war eigentlich oder ist eigentlich so, wie das sein müsste für Leute, die sich so verändern wie wir. Also die Betreuung von der Raiffeisen Bank, auch besonders vom Herrn Dreher, war mehr als gut. Und das waren Dinge, die dann wirklich entscheidend waren, zu sagen, wir kaufen hier. Willkommen in Bad Saulgau. Willkommen unter Freunden. Elektriker, das ist der Herr Gut aus Altschausen. Und der macht einen sehr kompetenten Eindruck. Und der Gipser, der Tobias Müller, den kennen wir, der hat unsere Sache hier auch gemacht. Der ist super. Der Arthur Strobel, das ist vom Bruder der Freund, der macht ja Dachstuhl. Da wissen wir auch, dass der echt gut ist. Mit dem Boden, das macht ja der Stefan Witzel. In der Küche, den Boden hat er gemacht. Und das war auch perfekt.